Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück bei Easy German. Heute aus dem wunderschönen Bratislava. Bei uns ist Jana. Hallo Jana. Hallo Karin. Du kommst hier aus Bratislava und du lernst Deutsch. Warum? Ich habe viele Freunde in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und ich möchte mein Deutsch verbessern. Ja, dabei helfen wir dir doch jetzt. Jana wird jetzt zusammen mit uns hier die Leute auf der Straße interviewen. Wir suchen mal ein paar deutsche und österreichische Touristen und fragen sie, was sie an dieser Stadt und diesem wunderschönen Land lieben. Los geht's. Los geht's. Was macht ihr in Bratislava? Wir machen 2 Wochen Urlaub und machen da einen ganz, ganz kleinen Stopp in Bratislava für einen Tag. Ah, wir haben uns gerade die Stadt angeschaut und waren oben auf dem Schloss und haben uns die Donau angeguckt von da. Super schön. Hallo. Hallo. Was machst du in Bratislava? Ich studiere hier. Was denkt man in Deutschland über Bratislava? Eigentlich gar nicht so viel, weil es also... Wenn wir also über andere Städte kennt man, weiß man mehr. Also es ist so ein bisschen so die... Ja. So im, so im Südosten gibt es nicht ganz so viel, worüber man so viel weiß eigentlich. Wenn wir anderen davon erzählt haben, wo wir hinfahren, haben wir meistens Bukarest gesagt. Weil Bratislava ist, weiß ich nicht, hört man nicht so häufig. Ja. Was, waren Sie schon mal in der Slowakei? Nein. Nein, noch nie. Nein. Das ist das erste Mal. Ja, das erste Mal und eben auch nur für ein paar Stunden, solange wie das Schiff hier liegt. Ne? Und was denken Sie in Deutschland, was denken die Deutschen über die Slowakei? Ich weiß gar nicht, also ich glaube nicht, dass die Slowakei als Land sehr bekannt ist. Und von daher weiß ich, kann ich nicht sagen, was die Leute denken. Also das ist einfach, man weiß, dass es das Land gibt, glaube ich. Ich glaube auch. Das ist ja auch schon mal was. Ja. Was denkt ihr denn, was denken Deutsche über die Slowakei? Keine Ahnung. Dass es mal ein Teil von Tschechien war. Ja, so Tschechien kennt man, aber Slowakei kennt man gar nicht. Das ist wirklich schwierig. Das ist wirklich schwierig, ja. Also, ja. Dabei ist es eigentlich so nah. Aber deswegen sind wir ja auch hier. Ja, cool. Was magst du an Bratislava? Ich mag an Bratislava vieles. Ich bin ehrlich gesagt sehr überrascht, weil in Deutschland ist Bratislava und die Slowakei überhaupt nicht bekannt. Also man kennt natürlich, man weiß, dass es das Land gibt, so wie eine Frau in der Episode heute gesagt hat, aber man weiß gar nicht, wie das aussieht. Also wir haben kein Bild im Kopf. So, was haben Sie gern in Bratislava? Ich mag die Altstadt mit den alten Gebäuden und auch das gute Leben mit den vielen Kneipen und Restaurants. Ja, mir gefällt die Altstadt sehr schön, es ist sehr sauber, die Häuser sehen sehr schön aus und das Wetter ist natürlich hervorragend. Was habe ich gern in Bratislava? Also allgemein finde ich die Stadt sehr schön, obwohl es etwas osteuropäisch aussieht. Dann... Was ist das denn? Naja, jeder, der mich bisher hier besucht hat, hat das gesagt, dass das eigentlich ja nicht so hübsch sei und... Nee. Aber kommt drauf an, wo, ne? Wir sind ja nur in der Innenstadt. Wo wohnst du? Ich wohne in Patranka. Da ist es nicht so schön. Ja, da sieht es ein bisschen weniger hübsch aus, aber nicht ganz so schlimm. Wir fahren noch nach Budapest morgen, Plattensee, dann Zagreb, Plitvice, Slowenien, Italien noch eine Ecke und dann geht's wieder nach Hause. Eurotrip. Ja, Mini-Trip. Und wie fahrt ihr durch die Gegend? Mit dem Auto. Voll schön, oh, sowas will ich jetzt auch voll gerne machen. Und wir sind 2 Wochen einfach nur in Bratislava. Ja, ist auch und schön. Wir haben ja gerade schon gesagt, es ist eine schöne Stadt. Und ich bin total überrascht, dass es hier super, super schön ist. Also zumindest in der Innenstadt hier, wo wir auch eine Wohnung haben für 2 Wochen und hier gewohnt haben. Und es ist alles so wie eine Filmkulisse, habe ich zu Janusz gesagt. Es sieht alles perfekt aus, es ist alles super schön, die Gebäude sind super schön und diese Atmosphäre, dass Leute draußen sitzen und ein Bier trinken, etwas draußen essen, das finde ich total nett. Das hast du in Deutschland fast nirgendwo. In Berlin ein bisschen, weil es auch sehr international ist, im Süden ein bisschen, aber ansonsten Deutschland ist viel drinnen und hier ist viel draußen, gefällt mir total. Sonst gefällt mir also
man kann hier schön viele Sachen machen, die Berge sind nah, auch Bier trinken kann man hier ganz gut. Ja. Also es gefällt mir ganz gut. Kann ich bestätigen. Wart ihr schon mal hier? Nee. Nein, noch nie. Erstes Mal. Und was überrascht euch in Bratislava? Bisher eigentlich nichts. Nee? Bisher ist es so, wie wir es erwartet haben. Wusstet ihr schon, dass es hier so wahnsinnig geil aussieht? Ja, wir sind recht viel unterwegs und wir haben Bratislava vielleicht in so eine Schublade geschoben. Aber es stimmt halt. Was? Mit der schönen Altstadt zum Beispiel. Geheimtipp. Naja, also sich einfach mal die schönen Sowjetbauwerke anzugucken, ist wahrscheinlich kein Geheimtipp. Aber zum Beispiel gibt es hier eine Bahnstrecke, wo keine Bahn mehr fährt. Und da kann man hingehen. Das ist zwischen dem Hauptbahnhof und Tornavsky Mito. Naja, viele Leute gehen so von Punkt zu Punkt und hören sich alles an mit einem Tourguide. Das ist so, gehe ich normalerweise nicht in eine Stadt, sondern ich mag das, ein bisschen Zeit zu verbringen, in einem Café zu sitzen, Menschen zu beobachten, mit Menschen zu sprechen, was wir ja jetzt zum Beispiel machen. Das ist mein Tipp. Überhaupt, wenn man irgendwo anders hinfährt, versuchen das Leben kennenzulernen und nicht nur 5 Kirchen angucken. So. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Wien. Aus Wien? Ja. Cool. Und ihr seid zum ersten Mal in Bratislava? Ja. Aber es ist doch so nah, da muss man doch öfter hinfahren. Ja, aber wir sind nur hier wegen einer Oper. Ja, und ich komme eigentlich aus Deutschland und ich bin vor einem Jahr hierher gezogen. Echt? Und wo bist du in Deutschland aufgewachsen? Stuttgart. Und war das eine große Veränderung zwischen Stuttgart und Wien? Ja, die Leute sind anders. Ja? Ja. Und von der Mentalität, so wie sind die drauf? Sind die offener oder ein bisschen zurückhaltender? Und netter. Ja, viel freundlicher. Aber gibt's irgendwas hier, was du sagen willst, das hast du noch in keinem anderen Land gefunden? So. Dass alle Studenten immer am Wochenende nach Hause fahren. Echt? Ja. Zu ihren Eltern? Ja. Und was machst du dann am Wochenende? Ja, ich bin bei den Nicht-Studenten. Ja, liebe Leute, das war unsere Episode aus Bratislava. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr habt etwas von dieser wunderschönen Stadt gesehen und viel darüber gehört. Danke, Jana, dass du dabei warst. Danke. Und wir wünschen dir noch viel Erfolg beim Deutschland und euch natürlich auch. Wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen und auch ein paar Outtakes zu dieser Episode zu sehen, dann könnt ihr das hier unten machen bei Patreon. Und abonniert natürlich Easy German, damit ihr nächste Woche wieder dabei seid. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Tschüss.